Teil meines GoPro Plus Großeinkaufs war auch das wasserdichte Case für die an sich bereits wasserdichte GoPro Hero 8. Bei 25 statt 50 Euro habe ich gar nicht lange überlegt und das Case in den Warenkorb gelegt. Mit dabei ist auch eine Hintertür, die das Display ausspart. Damit ist eure GoPro dann nicht mehr gegen Wasser geschützt, aber dafür gegen andere äußerliche Einflüsse, ohne dass ihr auf euren Touchscreen verzichten müsst. Im komplett wasserdichten Case könnt ihr auf diesen nicht mehr zugreifen. Die Buttons lassen sich alle sehr gut drücken und die Kameraqualität wird natürlich durch das Case auch nicht eingeschränkt. Die Audioqualität hingegen verändert sich, und zwar hin zum typischen Unterwasser-GoPro-Case-Geräusch, beziehungsweise Geräuschkulisse. Hören wir mal rein. Als meine Freundin und ich letztes Jahr Skifahren waren, hat sie mich gefragt, Tim, hört man mich überhaupt in der Supersuit? Und ich habe gesagt, nein, das war falsch. Man hört an sich auch noch Gesprochenes, es klingt aber wirklich sehr stark nach dem typischen Action-Kamera-Geräusch. Seitdem GoPros neuerdings wasserdicht sind und jetzt sogar ohne Case, braucht man eigentlich diese akustische Abstufung nicht. Außer es geht eben in Gefilde, wo die Kamera doch gefährlicher lebt als sonst und man eben sein Investment schützen möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber durch diese neue Tür, die jedes Mal abfällt, wenn man sie abmacht, habe ich persönlich kein so gutes Gefühl, die GoPro ohne Case mit ins Wasser zu nehmen. Dadurch, dass man nicht mehr das Lenscap abnehmen muss, ist dieser Schritt auch viel einfacher geworden im Vergleich zur GoPro Hero 7. Es spricht für mich also noch weniger dafür, mit der GoPro Hero 8 ohne Case ins Wasser zu gehen. Eine Alternative zur Supersuit, die gar nicht mehr so heißt, ist sicherlich der Roll Cage. Der ist aus Silikon, hat ein abnehmbares Lenscap, blockiert die Tür, aber auch das Frontmikrofon. Theoretisch wird das Mikrofon mit Silikon abgedeckt. Ich wollte also rausfinden, gibt es einen Tonunterschied mit Roll Cage oder ohne? Im Moment laufe ich gerade ohne Roll Cage. Wir switchen aber jetzt auf die Aufnahme mit Roll Cage, damit wir uns den Unterschied anhören können. Eigentlich müsste man den Test gleichzeitig machen. Persönlich verfüge ich aber leider nicht über zwei GoPro Hero 8 Black Editions, deswegen müsst ihr hiermit Vorlieb nehmen. Das Roll Cage ist auf jeden Fall jetzt auf der Kamera und den Ton, den ihr hört, habe ich ohne jegliche Verarbeitung in das Video geschnitten. Ich habe mir das Ganze jetzt mal angeguckt und einen wirklichen Unterschied zwischen mit Roll Cage und ohne gibt es nicht. In optimalen Bedingungen hört man vielleicht ein bisschen weniger Wind, aber sobald ein bisschen mehr Wind dazukommt, ist der Roll Cage absolut chancenlos. Der Roll Cage ist schnell angezogen, die Füßchen werden dabei natürlich ausgespart, ganz im Gegensatz zum Protective Case, das ich euch eben gezeigt habe, und somit bietet der Roll Cage einen schnelleren und vor allem günstigeren Schutz im Alltag. Eine Sache, die beim Roll Cage direkt geht, ist die Bedienung des Displays. Das ist hier nämlich gar nicht geschützt. GoPro verkauft auch Tempered Glass, für das war ich allerdings bisher zu cheap. Der Roll Cage und Displayschutz zusammen dürften aber eigentlich im Alltag eine gute Kombination bilden. Ihr habt noch Fragen zu Cases für die GoPro Hero 8? Dann ab damit in die Comments. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.